Cheftrainer Peter Neururer. Peter, wie ist es denn derzeit? Ja, wie soll es sein? Irgendwo noch unter dem tiefen Eindruck des Spieles gegen Leipzig, das verloren wurde, obwohl man ganz klar in der Nachbetrachtung vor allen Dingen sagen konnte, dass man nicht die schlechtere Mannschaft war, aber unglücklich agiert bei zwei Aktionen, die da zum Tor geführt haben, und unglücklich agiert bei den Möglichkeiten, die wir uns durchaus rausgespielt haben und eben nicht zum Torerfolg gekommen. Das steckt natürlich irgendwo drin, das ist keine Frage. Von daher sagt man ja immer, oder sagen wir immer, 2 bzw. 3 Tage nach diesem Erlebnis sofort wieder zu spielen, heißt irgendwas gut zu machen. Ist aber diesmal überhaupt nicht möglich, aber auch nicht nötig. Denn die Mannschaft hat sich gut eingebracht in Leipzig. Wir haben halt ein Spiel gegen einen recht starken Gegner verloren. Das ist nicht unbedingt verwerflich, ist zwar traurig, weil es nicht notwendig war, aber es ist eben so, und wieder gut machen kann man es deshalb nicht, weil wir jetzt in einem anderen Wettbewerb gegen eine andere Mannschaft auflaufen werden. Wir wissen allerdings, dass es für unsere Stimmungslage sehr, sehr wichtig ist, in Dresden erfolgreich zu sein. Die Mannschaft ist, wie übrigens immer, absolut willens. Die Mannschaft ist im Augenblick, auf den jetzigen Moment bezogen, allerdings ein klein wenig geschwächt, bedingt dadurch, dass wir plötzlich mit einem Virus, welcher Art auch immer, zu tun haben. Bruno Esser war, glaube ich, der Erste, den es getroffen hat. Der ist trainingstechnisch nicht belastbar, der ist aber trotzdem mit dabei. Patti Fabian ist gleich im Bett geblieben. Der hatte gestern Abend auch noch 39,5 Grad Fieber. Demzufolge nicht daran zu denken, ihn überhaupt mitzunehmen. Malcolm Kakutalua, also derjenige, der sich wirklich ordentlich eingebracht hat, in ein wirklich tempogeladenes Spiel reingekommen ist in Leipzig und sofort sein Mann gestanden hat. Auch Probleme mit dem Magen- und Darmtrakt. Gut, das sind Geschichten, die sind nicht so schön. Darüber hinaus wissen wir ja, dass wir auf Timo Pertl noch verzichten müssen. Und das Gleiche beziehe ich auch auf Jan Schimonek. Also, wenn wir jetzt Schwarzmaler wären, würden wir sagen, ja, es fällt im Prinzip schon fast die komplette, oder drei Viertel der Viererkette. Nur wir haben in unserem Kader allesamt Spieler mit dem Anspruch beim VfL Bochum, in dieser Liga, in der wir uns bewegen, tätig zu sein. Wer diesen Anspruch hat, kann sich stellen, kann sich zeigen. Von daher gibt es da kein Wehleiden und kein Wehklagen. Wir fahren nach Dresden, um erfolgreich zu sein, sprich weiterzukommen. Die Art und Weise, wie, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Es muss nicht unbedingt Verlängerung, Elfmeterschießen sein. Wäre schön, wenn es anders laufen würde, weil sonst von der Belastung her es nicht ganz so angenehm wäre. Wir fahren nicht unbedingt der besten Dinge, aber guter Dinge trotzdem nach Leipzig, denn wir wissen, wenn jetzt im Verteidigerbereich bzw. im Defensivbereich noch was passieren sollte, haben wir keine Alternativen mehr. Aber auch damit muss ja am Anfang der Saison irgendwann mal vielleicht gerechnet werden. Das macht letztendlich auch den Anspruch aus, den wir an uns selber stellen. Wir wissen also, was wir können, wenn alles optimal läuft. Wir wissen aber auch, was wir nicht können, wenn alles nicht ganz optimal läuft. Trotzdem, wobei dieses trotzdem kein Widerspruch sein soll, gilt es für uns in Dresden, die nächste Pokalrunde zu erreichen. Aufstellungstechnisch wird sich eine Kleinigkeit ändern. Wie ganz konkret, gut, muss ich jetzt wirklich mal abwarten, wie es über Nacht laufen sollte. Der Plan ist, eine kleine Änderung vorzunehmen, eigentlich so zu spielen, wie wir in der letzten Woche auch in Leipzig haben spielen wollen. Das ist ja kurzfristig durch Tobias Weiß Muskelverhärtung ausgefallen. Tobi ist voll einsatzfähig, also Bestandteil unserer Gedanken. Malcolm, im Falle, dass er den heutigen Tag und den morgigen dazu nutzt, wieder zu Kräften zu kommen, wird spielen in der Innenverteidigung für Jan Schimonek. Heiko Butscher, ist klar, wird spielen für Patti Fabian. Holthaus wird anfangen auf der linken Seite und Schelotzi auf der rechten Seite. Da haben wir zumindest die Viererkette schon mal zusammen mit Lossia und mit Latzer. Werden wir unser Mittelfeld zumindest komplettieren. Tasaka, Grigoritsch und alle anderen, die auf dem Offensivbereich im Mittelfeld spielen könnten, sind glücklicherweise nicht angeschlagen. Da haben wir Möglichkeiten der Varianten und der Variationen. Das Gleiche gilt für unseren Sturm. Sind alle einsatzbereit. Wie gesagt, da wiederhole ich mich, wie ist mir vollkommen egal, nur weiterkommen müssen wir schon. Danke. Gut. Michael Eckert von der WAZ eröffnet die Fragerunde. Das Mikro kommt.
Peter, wenn es so eng ist in der Defensive, holst du von unten jemanden hoch? Das ist jetzt eine, ja, man könnte sagen, rhetorische Frage, aber... Es war eine rhetorische Frage. Also unsere U23 leider im Augenblick nicht imstande, in der Regionalliga Plätze zu belegen, bei denen es heißen würde, wir können durchatmen. Also da hat sich bisher wirklich leider keiner empfohlen. Und die U23 hat sogar Unterstützung vom Profibereich bekommen. Ja. Das heißt, das ist kein Vorwurf an die Protagonisten, die da spielen, aber das ist eben die Qualitätsbeschreibung, die momentane Qualitätsbeschreibung einer Mannschaft, aus der wir nicht schöpfen können. Das heißt, du füllst dann eher mit Offensiven aus, also alles, was noch da ist. Könnte man so ausdrücken, ja. Joachim Droll ist dann gleich der Nächste. Peter, bei so vielen Hiobsbotschaften, was wäre denn für den Fall geplant, wenn der Malcolm jetzt auch noch ausfallen würde? Dann müsste ja zwangsweise wahrscheinlich einer wie Toto vielleicht zurückrutschen in die Viererkette, oder was wäre dann die Überlegung? Wir haben noch weitere Spieler. Wir haben Adnan Sajerovic, der schon länger bei uns ist, der diese Position dann auch spielen könnte. Dann müssten wir basteln, und wenn alle Stricke reißen sollten, ich bin in der Oberliga Westfalen bekannt geworden als Herz-Lungen-Grätsche, packe ich meine Schuhe auch nochmal aus. Nein, so weit sind wir noch nicht, um Gottes Willen. Also, wir haben jetzt im Augenblick schon eine ganze Menge Pech mit Verletzungen, also wollen wir nicht herbeischreien, dass es noch schlimmer wird. Nur wenn wir die Mannschaft sehen, die da auf dem Platz stehen wird morgen, das sind alle Spieler mit Anspruch. Anspruch an sich selber, Anspruch an den Verein, Anspruch an das Umfeld, Anspruch an den eigenen Berufsstand. Es spielt ein sehr guter Zweitligist gegen ein mit überragendes Drittligateam. So, Punkt. Die Atmosphäre, die muss helfen, wird ein ausverkauftes Stadion sein, sind unsere Jungs gewöhnt. Die werden mit Sicherheit keine Angst vor dem Publikum haben, ganz im Gegenteil, das stimuliert, das hilft. Also wollen wir mal sehen, wie es gut geht. Habt ihr noch weitere Fragen? Der Uli Kienel. Ja, speziell nochmal auf Simonek und Pertl zu kommen. Gibt es da Perspektiven denn vielleicht für den Sonntag? Wie immer Hoffnung. Der Doktor hat sich heute Morgen nochmal angeguckt. Die werden noch weitere Untersuchungen durchführen. Ich glaube morgen. Abschließend noch am Mittwoch, wenn der Mitarbeiter vom Dr. Bauer, der Dr. Braun, Vereinsatz von Borussia Dortmund, vom Spiel gegen St. Pauli wieder zurückkommt, wenn alle Maßnahmen auf jeden Fall ausgeschöpft, die sich da anbieten. Und Hoffnung habe ich.